Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Obertal. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area und hinter mir seht ihr auf der Tafel unsere augenblicklichen Vorräte am Hof. Das ist nicht alles, wir haben ja immer noch hier den Terrados stehen, voll mit den Zuckerrüben. Aber es wird langsam eng, nicht wahr? So, da ist ein Drescher, der möchte noch seinen Parkplatz haben. Und hier unser super Rasenmähergespann, mit dem ich sehr zufrieden bin, dass ich auch noch viel, naja, viel effizienter ausreizen will bei der Größe und den Fähigkeiten, die das hat. Mal sehen. Aber braucht auch seinen Parkplatz. Das heißt, wir müssen Platz in der Halle schaffen. Deshalb möchte ich heute gucken, also jetzt mal. Was nebenbei laufen soll, ist, dass wir die Schweinefutterproduktion anschmeißen, indem wir den geernteten Mais endlich mal zum Futterwerk bringen. Und ich möchte heute mir einen Bauplatz angucken und schauen, ob wir da die Spedition jetzt mal aufbauen können. Dazu muss natürlich vorher noch ein bisschen was an Verkauf geschehen. Ich möchte ein besseren Kontostand haben für alle Fälle. Ja, wir bringen das jetzt mal so nach und nach auf die Reihe, habe ich mir gedacht. Wir könnten jetzt einfach die Fahrzeuge durchswitchen. Das ist aber langweilig, weil die meisten jetzt erstmal stehen. Solange ich mit dem Bauvorhaben und dem Geld generieren beschäftigt bin. Also gucken wir doch mal, welches Fahrzeug welche Aufgaben noch zu bewältigen hat. Wir fangen mal an mit dem MAN. Den lasse ich mal zirkeln. Der hat ja immer einen guten Job gemacht. Den werde ich jetzt mit der Aufgabe betreuen, dass er das mal den Mais zum Futterwerk bringt. So, dann wollen wir mal sehen. Also, hier mache ich, das kann ich ja auflassen. Okay, Parken mache ich zu. Raffinerie mache ich zu. Silos, Hofsilo, Getreide, Abholung. Wunderbar. Und ans Futterwerk, Schweinefutter, Anlieferung und Mais. Dann können wir nämlich zwischendurch mal gucken, wie so der Status am Futterwerk auch ist. Ich mach dich mal an. Ja, er findet eine Bahn von Autodrive. Wahrscheinlich nur nicht die beste. Er wird jetzt natürlich in einem Mordsumweg fahren, aber. Das kann mir gerade egal sein. Nee, doch nicht. Ach, da habe ich ja in weiser Voraussicht die Kurse richtig eingefahren. Okay. Gucken wir uns das nächste Fahrzeug an. Das ist der Scania, unser Tankzug. Ich, ja. Dass er keine Milch laden kann, das wird sich ändern. Im Übrigen, ich habe da, mit der Hilfe aus der Community einen Hinweis gekriegt, welche XML ich wie bearbeiten muss, dass der auch Milch tanken kann. Und das werde ich jetzt am Wochenende, also bei mir ist gerade Freitag, Samstag oder Sonntag werde ich das, wenn ich Zeit habe, in Angriff nehmen. Und dann können wir uns nämlich den separaten Milchanhänger wieder sparen. Ich schicke den jetzt erstmal zur Raffinerie. So, Abholung AdBlue, das ist der beste Trigger dafür. Und dann sehen wir weiter. Ja, unser Xerion war fertig auf dem großen Feld 26 mit Stroh sammeln. Er musste zwischendurch tatsächlich einmal zum Hof Stroh abladen. Also, ne, hat er mal eben 1,5 Millionen Liter Stroh zum Hof gebracht. Hier sind jetzt noch 532.849 Liter Stroh drin. Und das ehemalige Weizenfeld, da liegt auch noch Stroh, das lasse ich natürlich nicht liegen. Ne? Das wird jetzt auch eingesammelt, weil wir haben, habe ich ja gesagt, einen hohen Bedarf an Stroh. Und so wie es aussieht, kriegen wir den wunderbar gedeckt. Ich mache jetzt mal hier, auch wenn ich es diesmal nicht glaube, zur Vorsicht, Feld 32. Ja, das ist hier die richtige Einstellung. Ne? Vom Feld 32 im Hofsilo Stroh und Futter, das Stroh abladen, wenn er voll ist.
Voranhalt und Refill ist noch an. Kurs ist auch geladen. Erster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Man kann da hier ganz in Ruhe arbeiten. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er nochmal ganz voll wird, aber man weiß nie. Man weiß nie. Sicher ist sicher. Das ist der nächste Akteur. Obwohl, wenn wir schon mal hier sind, können wir mal gucken. So. 29.000 Liter. 29.000 Liter. Wie sieht es hier mit den Vorräten aus? Also der hat ja den Mist von den Kühen hier ausgeliefert. Was haben wir denn hier? Wir haben noch biologische Abfälle, sprich, das ist die Gülle 89.000. 191, da wird wohl was beikommen noch. Wie sieht es hier aus? Der Mist wird gerade zu Mineraldünger verarbeitet. Den Dünger brauchen wir nämlich für die Saatgutproduktion. 164.000 Liter Weizen sind noch da. Kann ich mit leben. Hier ist dann nämlich leer, ne? Ja, uns fehlt hier der Dünger. Na gut. Hier zu dem Anhänger, wie gesagt, habe ich auch den Hinweis bekommen, was ich in einer XML-Datei verändern muss, damit ich das vordere und das hintere Silo nutzen kann. Das werde ich dann auch entsprechend in Angriff nehmen. Ich fahre jetzt hier drunter wegen dem Kalk. So, was haben wir da? 433.666 Liter. Okay, mach mal den Motor aus. Das wird dauern. Wie sieht es hier aus? Ach, warum laufe ich denn so weit? Wird doch schon angezeigt. 119.333 Liter Wasser nur noch. Okay, wir müssen hier Wassernachschub schaffen. Ich will mal eben schauen. Wir haben ja Kalk zum Hof gebracht. Wie unser Kalkvorrat da aussieht. Kalk. Wir haben Silos extern Gesamtkapazität 592.000 Liter. Das ist das, was wir am Hof haben. Das, ja, das reicht. Sprich, der gesamte Kalk, der jetzt hier drin ist und rausläuft, den können wir verkaufen fahren. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Okay, gucken wir mal weiter. Ich werde jetzt mal unseren stärksten und schnellsten Traktor aus der Scheune nehmen. Und den musste ich leider hier unten parken. Oben war kein Platz. Die Sämaschinen stehen auch hier unten. Und dem möchte ich jetzt mal den Wasseranhänger verpassen. Und weil er der stärkste und der schnellste ist, soll der mal rotieren mit dem Wasser. Als erstes soll er den Kühen zu saufen geben, also den Wassertrog anfahren. Und danach soll er mir die Kalkproduktion erstmal wieder voll machen. So, das ist gar nicht so einfach, ne? Der hat ja sehr gute Bremsen, wie man sieht. Und mit der Hecklenkung, das hat funktioniert. Was haben wir jetzt? 94,7 Tonnen. Ich denke, da wird er super mit zurechtkommen. Der ist voll. Mit 120.000 Liter Wasser. Da könnte man, also, ne, man könnte da noch mehr Kapazität rausholen. Und man könnte auch das Gewicht ausschalten. Wie das funktioniert, hat man mir auch geschrieben. Aber das Gewicht ausschalten, das will ich nicht. So, Kühe, Kuhstall. Und dann Wassertrog. Nicht Hof 1, Wassertrog. Fahr da mal hin, mach da mal voll und dann sehen wir gleich weiter. Auch hier ist es jetzt relativ laut, aber naja. So, wir haben 200.000 Liter Zusatzstoffe, sprich 20%. Wir haben Protein 14%. Wir haben Getreide 27%. Da läuft die Produktion jetzt schon mal an. Ich will noch mal kurz bei Global Company reingucken, was das jetzt heißt. Also Fermenta Futterwerk öffnen.
Schweinefutter. Weizen, Gerste oder Hafer? Ja. Dann Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen oder Hirse und Mais. Mais machen wir schön voll. Das heißt, ich würde die Sonnenblumen und den Weizen dann auch noch. Ach, das ist so laut hier. Hier abfahren. Wie ist hier mit Schweinefutterproduktion? Mischration. Hätte ich auch gerade bei Global Company gucken können, ne? Aber ich will so einen Trigger erwischen. Ach komm, wir gucken. Also, wir haben Gras 816.000, wir haben Silage 678.000, wir haben Stroh 882.000. Ja, und, oh je. Oh je. Oh je. Ah. Und wir haben genug Mischration. Das ist ja aber auch immer ein Krach. Ja, mein Tankzug. Ich werde den Anhänger jetzt mal hier richtig auf die Fläche fahren. Und dann kann der hier schon mal AdBlue aufnehmen und den fahre ich hier vorne schon mal hin. Der kann in der Zwischenzeit Diesel holen. Will er nicht. Okay, ich fahre mal näher ran. Ich tue mal so, als müsste ich da unter das Rohr, ja. Vielleicht klappt es ja dann. So. Jetzt klappt's. Guck mal, wenn man da so, ne, ein bisschen unterm Rohr steht. Okay. Motor aus, befüllen lassen. Dich brauche ich gerade nicht. Nein. Nein. Der macht einen Job hier. Er ist tatsächlich schon bei fast 70% wieder. Oh oh. Oh oh, okay. Dich muss ich noch leer machen. Ich möchte ja eigentlich da. Der ist voll. 434.667 Liter Kalk. Das möchte ich jetzt wirklich verkaufen. Wir haben genug am Hof, um die Felder zu kalken, oder? 616 Euro pro 1000 Liter am Bobi Baumarkt. Und jetzt kommt wieder der Akt, wo der Opa die Oma packt. Bobi Baumarkt. Aber ich meine, das habe ich da. Ja. Ist hier unten. Gärtnerei, Kompostwerk. Den Bobi Baumarkt, das heißt, muss ich jetzt schon mal ans Autodrive Netzwerk erstmal anschließen, bevor ich da was verkaufen kann. Ja, sehr schön. Die schicke ich schon mal zum Kompostwerk runter. Kannst bei der Anlieferung stehen bleiben. So, und dann muss ich da mal runter. Und das Ganze ans Autodrive-Netzwerk anschließen. Während mein Pickup unterwegs ist zum Kompostwerk und der LKW mit dem Kalk unterwegs ist zum Kompostwerk, sind die beiden hier fertig mit beladen. Wir haben 30.800 Liter synthetischen Harnstoff, also AdBlue, und 52.352 Liter Diesel. Da unsere Hoftankstelle voll ist, können wir theoretisch das erstmal direkt verkaufen. Finde ich eine gute Idee. Ich würde sagen, wir fangen wir mit dem AdBlue an oder fangen wir mit dem Diesel an? Wir fangen mit dem AdBlue an, dass der Anhänger leer ist. Bester Preis, Tankstelle Süd. Verkaufen. Nord und Mitte haben wir, Tankstelle Süd haben wir nicht. Das, warum habe ich das gerochen? Warum habe ich das gerochen? Tankstelle Süd ist hier. Das ist auch alles hier so. Da fährt der Pickup gerade lang.
Das ist gut. Dann kann er nämlich gleich die Tankstelle Süd fertig machen für Autodrive. Haha, das passt doch alles. Ja, puh. Ich habe also Tankstelle Süd, Bobby Baumarkt und weil gleich nebenan auch Aldi jetzt mal ans Autodrive-Netzwerk angeschlossen. Dich schicke ich jetzt Tankstelle Süd. Da war der beste Preis für AdBlue. Wollen wir doch mal schauen. Dann kann ich den jetzt zum Bobby Baumarkt schicken, weil da ja der beste Preis für unseren Kalk war. Und das ist schon, ja. Die Streckenführung ist da wieder sehr, sehr eng am Bobby Baumarkt und auch am Aldi. Mal gucken, ob er da rumkommt, wenn er hier durch die ganze Passagen, die da sind, durchkommt, dann schafft das natürlich auch unser Road Train. Ich bin mal gespannt. Also hier ist die Einfahrt zum Bobby Baumarkt. Habe ich natürlich so eingefahren, dass man aus beiden Richtungen und ja, fährt jetzt hier auf den Trigger. Hier stoppen. Hier bitte stoppen. Wir werden jetzt hier 434.667 Liter Kalk verkaufen. Oh, Kalk wird abgeladen, Kontostand wächst. Oh, das wird auch ziemlich zügig entleert. Respekt. Ah, 22, 20%, 15% noch, 10% noch. Und? Na, weiter. Bäm. 267.592 Euro. Das ist nichts anderes als umgearbeitetes Wasser, quasi. Was mache ich jetzt mit dir? Ich schicke dich erstmal zum Hof. Und dann gucke ich mal, wofür ich noch weitere Verwendung habe. Und dann können wir mal gucken, hier die Streckenführung, ob das so funktioniert. Ach ja, am Hof warten ja noch die Zuckerrüben. So, hier rum, das war ja noch ganz okay. Hier raus. Dann kommt man da nicht lang, dann kommt man da nicht lang, dann ist man hier bei Aldi. Na, Aldi hat hier den Verkaufstrigger, den habe ich wie gesagt mit eingefahren. Aber das wird jetzt noch spannend. So, da kommt er rum, auf jeden Fall. Da kommt er auch rum. Ja. Aber ob er jetzt da rauskommt? Ja, okay, ganz knapp. Ganz knapp. Aber es hat funktioniert. Unser Roadtrain wird da genauso rauskommen. Der ist also wendiger Jahre. So, weiter geht's. Jetzt wird's spannend. Wie von mir gewünscht. Ach, du ahnst es nicht. Wie von mir gewünscht ist er hier angekommen. Kommst du um die Ecke rum? Das ist so knapp, ne? Naja. AdBlue. Wir wollen hier AdBlue verkaufen. Ich drehe jetzt nochmal eine Ehrenrunde. Hier wird nur das AdBlue rausgehauen. So, der Anhänger ist ja markiert. Und mal in den Trigger reinfahren. Hier, synthetischer Harnstoff. Das ist es. Und leer machen. Ah, 13, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zack. 90.433. Einverstanden. Dann, das war AdBlue. Jetzt gucken wir wegen Diesel. Auch Tankstelle Süd. Okay, dann brauche ich ja hier nur switchen. Und einen Meter zurückfahren. Kann ich hier den Diesel auch gleich verkaufen? Astreine Sache. Das ist ein Abwasch.
So, 137.527 auch noch mal fürs Konto. Dann ist das für mich jetzt hier erledigt. Du kannst dann jetzt eigentlich, das müssen wir jetzt mal testen. Du befüllst dich jetzt bitte am Kuhstall. Verkaufsträger zu. Am Kuhstall mit Gülle. Und bei der Düngerfabrik lieferst du die Gülle ab. Jetzt kriegst du natürlich auch Gülle zugewiesen. So, und dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Jetzt fährt er erst zur Düngerfabrik. Na, soll er machen. Er ist ja leer. Achso, weiter geht's. Der ist schon am Hof. Das ist gut. Den stelle ich jetzt neben den Roder. Und dann kann er den ersten Bunker Zuckerrüben voll machen. Dann habe ich das auch schon mal erledigt. Was haben wir? 1,4 Millionen auf dem Konto. Eigentlich wollte ich noch mehr machen, aber ja, so. Da kannst du stehen bleiben. Na gut, das Überladen wird jetzt einen Moment dauern. Voll mit Zuckerrüben. Normalerweise bringe ich die Zuckerrüben zur Zuckerfabrik. Das werde ich auch diesmal tun. Mal gucken, wie viel da reinpasst, weil wir ja aus Zuckerrüben so viel Zucker herstellen. Zucker bringt einfach mehr Geld, ne? Zuckerfabrik ist hier unten. Abholen. Da, Zuckerfabrik anliefern. Natürlich muss ich den erst drehen hier. Das ist immer so. Die müssen manchmal, zumindest bei dieser Autodrive-Version, irgendwie ziemlich nah an eine Spur rangebracht werden. Manchmal. Ne? Damit die überhaupt losfahren. Das ist schon. Ja. Jetzt werden die Zuckerrüben angeliefert. Ich glaube, wir haben überhaupt keine mehr hier. Kann das sein? Doch, war einiges noch drin. Was sagt die Produktion? Zucker, Mischration. Ja, egal. Wir füllen hier auf, was geht, und dann fahren wir rum und holen den Zucker ab. Nicht die Mischration, den Zucker. So. Mischration passt hier nicht rein. Muss ich mir mal noch. Also Mischration und Mil. Ja. Also was hier nicht reinpasst in den Bunker, muss ich mal gucken. Die Fruchtarten auch noch hinzufügen. Na. Na. Klappt. Okay. Fahr du mal unter den Zuckertrigger. Ich halte dir mal hier auf. So. 226.000, genau. Stehe ich genau drunter? Nein. Nein. Ach, Zucker war es, was hier nicht passt. Das ist ja Mist. Aber okay. Denn es gibt noch was anderes, was wir verkaufen müssen. Ganz dringend. Bevor wir mit dem Bauen anfangen. Und zwar unseren Hafer. So, bester Preis Hafer 1284 am Güterbahnhof. Dafür ist dieser hier ideal. Den Auftrag kriegt er jetzt. Also Zucker und Mischration oder Kompost. Ich werde es mir also ich werde es mir angucken in der XML-Datei. Und dann werde ich das ergänzen. So, ich möchte jetzt noch den Hafer verkaufen. Hofsilo Getreideabholung, abkippen, Verkauf, Güterbahnhof. Und dann sollten wir
genügend Geld haben, um einen so großen Puffer zu haben, dass selbst wenn ich baue, nichts schief gehen kann, dass wir plötzlich pleite sind. Ich meine, das wird jetzt auch schon reichen, aber ich will halt Sicherheit haben, ne? Naja, es wird letzten Endes wahrscheinlich absolut günstig werden, die Spedition da zu bauen, aber okay. Wir kommen am Hofsilo gerade hier an, um Hafer abzuholen. Das wird alles in den vorderen Bunker reinpassen. Die ganzen 300.000 Liter und noch ein bisschen mehr. Das wird aber einen Moment dauern, ne? Aber das macht ja nichts. Okay. Befüllt. Weiterfahren, weil der halt nicht so ganz voll ist oder voll genug, ne? Güterbahnhof, nächstes Ziel. 313.787 Liter Hafer. Jetzt geht's ans Eingemachte. Das ist eine Menge Hafer zu einem verdammt hohen Preis. Jetzt wird es ernst. Ob es sich gelohnt hat, wir werden sehen. Schieber ist auf, Hafer wird entladen, Kontostand wächst und wächst und wächst. 15% noch, 10% noch und 5, 3, 2, 1 und bang, 402.993 Euro Hafer. Und das, obwohl wir noch nicht mal volle Düngestufe hatten. Ich bin, ja. Das passt. Okay. Ich nehme dich mal raus hier wieder aus der Gleichung und park dich erstmal ein. Ich gehe jetzt nochmal alle Fahrzeuge durch, dass die aus dem Weg sind. Und dann bauen wir unsere Spedition. Okay, gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir die Spedition bauen. So. Dafür brauchen wir einen Bauplatz, der natürlich relativ nah am Hof und zentral gelegen ist. Ja, Bauplätze haben wir ja genug, ne? Nee, das ist alles nicht so. Ja. Ich glaube, am zentralsten gelegen, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist der Bauplatz hier. Brauerei Mälzerei. Der ist so der zentral gelegen halt, dass man von da aus wirklich möglichst alle Ecken von der Map hinkommt. Hier wäre natürlich irgendwo am besten, aber hier ist kein freier Bauplatz. Naja, aber die Zufahrt ist auch nicht. Naja, hier ist noch ein Bauplatz. Haben wir noch irgendwo einen Bauplatz? Das ist kein Bauplatz. Hier ist noch ein Bauplatz. Hier ist auch noch ein Bauplatz. Ach nee. Nee, der hier. Auch von der Größe her. Gehen wir mal hin. Das ist Brauerei Mälzerei, Hü-Hüpf. So, wollen wir mal schauen gehen, wie denn der Bauplatz so aussieht. Eine Zufahrt hat er nur. Das macht aber gar nichts. Aber der ist ziemlich groß. Groß ist gut. Denn da müssen ja immerhin Fahrzeughallen hin. Erstmal zwei Stück. Und wenigstens so zu Zierde. Im Verwaltungs- oder Bürogebäude von der Spedition. Später möchte ich hier natürlich auch noch etwas anderes hinbauen. Vielleicht. Das sage ich, verrate ich aber jetzt noch nicht. Ja, ich nehme den Baumplatz hier. Okay. Als erstes mal brauchen wir eine Halle. Oder zwei. Zwei. Und zwar sind wir uns, denke ich mal, einig, wenn ich sage, wir nehmen dieselben Hallen, die wir auch, wo
schon auf dem Hof eine stehen haben. Die ist schön groß, ne? So, wir sind hier am Bauplatz. Ist das der Bauplatz? Das ist der Bauplatz. Wenn ich so eine Halle in der Hand habe, wirkt der auf einmal gar nicht mehr so groß. Hm. Okay. Egal. Ich werde eine Halle, werde ich. Ja. Das Problem ist einfach, wie mache ich es am schlauesten? Doch, ich mache das jetzt so. Eine Halle stelle ich hier hin, so ziemlich an der Graskante. Das wird auf jeden Fall passen. Eine zweite Halle stelle ich hier hinterhin mit ausreichend Abstand, dass ich also leichtes Spiel habe, mit Autodrive dazwischen zu agieren. So. Und dann vielleicht passt hier hinten noch eine Halle hin, obwohl dann ist die zu. Hier ist ja noch eine Zufahrt. Interessant. Nein, keine dritte Halle. Nee, nee. Aber das ist ja interessant. Hier ist noch eine Zufahrt. Habe ich ja gar nicht gesehen. Das schafft natürlich noch bessere Anbindungsmöglichkeiten. Aha. Das ist perfekt. Das hier ist also, ne? Die Zufahrt hier, die ist super. Ich meine, gut, ist ein Bahnübergang hier. Oh je. Hier ist Gras. Das ist nicht so richtig gemoddet. Aber naja, gut. Nee, also die Hallen haben wir schon mal stehen. Dann brauche ich eigentlich auch noch so ein Verwaltungsgebäude. Ich muss über was überlegen, wie ich das eventuell noch eine dritte Halle dann hier. Ob das so passt? Ich weiß ja nicht. Die Option lasse ich mir offen. Okay, Hallen stehen schon mal. Das ist schon mal gut. Jetzt brauche ich noch ja, eine Art Verwaltungsgebäude, ne? Jetzt habe ich aber leider kein Verwaltungsgebäude in dem Sinne, wie es bei einer Spedition ist. Ich würde einfach ein normales Farmhaus nehmen, oder? Gucken wir mal, auch von der Größe her. So, jetzt können wir. Das ist wohl vorne. So wie es aussieht, da ist rechts eine Garage. Garage für den Chef. Das ist hinten. Ich würde sagen, das ist in Ordnung, oder? Wenn wir so ein Farmhaus nehmen. Ich meine, wie groß muss so ein Speditionsgebäude sein? Da muss ein Büro sein, wo die Disponenten sitzen. Da muss vielleicht Buchhaltung etc. Der Chef muss nicht mal da wohnen, ne? Eigentlich. Jetzt ist nur die Frage, wo setze ich es hin? Weil, wie gesagt, ich wollte mir da noch eine Option freihalten für später. Ach, das klappt sowieso. Das klappt sowieso. Ne, da mache ich mir gar keine Sorgen. Also, ich würde das hier in der Ecke setzen. Oder setze ich das hier hinten in der Ecke hin? Oder setze ich das ziemlich hier am Anfang hin? Nee, hier am Anfang möchte ich es nicht hinsetzen. Ich würde sagen, ich setze das so hier in der Ecke hin. Es ist ja nur zur Zierde, ne? Dann haben wir hinten ein bisschen Wiese. So, okay. Let's take a look. Hier sind schon mal zwei Hallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tore. Das heißt, sind schon mal 12 Tore. Das ist schon mal gut. Ne? Ja. Und das dann hier quasi als Bürogebäude zu Zierde.
Was fehlt noch? Ich würde tatsächlich hergehen und hier eine Hoftankstelle hinsetzen quasi. Die habe ich doch bestimmt auch unter diverses. Also eine Hoftankstelle, Diesel und AdBlue mäßig fähig, Gedönse, AdBlue-Zapfsäule, AdBlue-Lager. Such mal weiter. Einen Dieseltank, 5000 Liter. Tankstelle. Haben wir auch noch einen 5000 Liter AdBlue-Tank hier drin? Ich glaube, nein. Kann ja nicht die Spedition dann immer zum Hof schicken, ne? Thunbaumarkt, ist klar. Was haben wir noch? Ich glaube, das sieht schlecht aus. Das sieht, glaube ich, schlecht aus. Dann muss ich es mal anders. Ich hatte diese beiden Tankstellen. So, eine AdBlue-Zapfsäule. Da wird aber dann gekauft. Hier ist ein AdBlue-Lager. 10.000 Liter AdBlue können hier gelagert werden. Das ist dann aber nicht nur zum Einlagern. Das ist dann auch zum Betanken. Da hatte ich doch gerade noch so ein ähnliches Diesellager, ne? Das sah doch so ähnlich aus. Na komm, hier. Dieseltank. Der Dieseltank kann auf einer kleinen Fläche auf dem Hof platziert werden. Spare dir dadurch den Weg zur Tankstelle. Das ist doch perfekt. So. Ich würde tatsächlich, ich weiß nur nicht, wo der Trigger dann ist, ne? Das ist ja so eine Sache. Ich drehe dich mal rum. Ich mache das genau an der Kante. Obwohl, warte mal, wo könnte ich denn? Ich mache es hier hin. Oder? Nee, 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 nee. Hier ist gut. Ich werde den Dieseltank hier hinstellen. So, prima. Jetzt noch der AdBlue Tank. Da muss ich wieder aufpassen. Der hat hier zwei Trigger, ne? So, das große ist das große ist zum Befüllen des Tanks. Und das kleine ist zum Tanken. Stellen den rechts daneben. Das ist so selten, dass wir da dran müssen. Meint ihr, das klappt? Das wird klappen. Stelle ich daneben. So. Okay. Ja. So. Hier kommen die LKWs dran, hier kommen die LKWs auch dran. Müssen ja nur die Zugmaschinen hin, ne? Das Beliefern wird auch funktionieren, da bin ich mir sicher. AdBlue, Diesel, jawohl. Okay, für den Anfang würde ich sagen, schon mal nicht schlecht. Und wir haben jetzt hier genug Stellplätze. Wir können jetzt auf dem Hof richtig aufräumen. Wir müssen natürlich jetzt noch alles ans Autodrive-Netzwerk anschließen. Das werden wir machen, wenn wir die Fahrzeuge hier ihren Parkplätzen zuweisen, würde ich sagen. Und das ist ja nur der Anfang, ne? Es sieht jetzt noch ein bisschen kahl aus. Ist klar, die Strecken, wie gesagt, die machen wir dann, sobald es hier mit dem Umparken losgeht, fertig. Aber das ist, wie gesagt, nur der Anfang. Hier auf dem Speditionsgelände wird sich noch mehr entwickeln. So, schön aufmachen. Wunderbar.
Ja, hier werden zukünftig noch andere Sachen hinzukommen. Wenn wir Pech haben, noch eine dritte Halle, aber ich glaube nicht, ne? 12 Stellplätze sollten noch erstmal ausreichen. Aber naja, gut. Wir warten es ab. Wir warten es ab. Wir müssen es halt nur noch fertig machen. Quasi unsere ganzen LKWs und so, was nicht mal auf dem Hof sein muss, auslagern. Das wird was. Und dann kriegen die Parkplätze zugewiesen, dass die auf Knopfdruck automatisch parken. Halt, seht ihr, jetzt hätte ich es fast vergessen. Was braucht eine Spedition noch? Natürlich eine Werkstatt für Reparaturen und Konfigurationen. Dann nehmen wir die Lizard Standardwerkstatt für 28.000. Ich stelle die hier genau auf die Ecke. Da können dann Reparaturen und Modifikationen vorgenommen werden. So, Werkstatt, AdBlue, Diesel, 12 Unterstellplätze in Hallen zum Zumachen, Durchfahren, ein Verwaltungsgebäude. Na, ich würde sagen, das war doch ganz okay. Und so teuer war das nicht. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Naja, den Platz brauche ich, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob noch eine dritte Halle hinzukommt. Die wird aber dann passen. Ich muss hier nur Platz lassen. Ich glaube aber nicht. Wie gesagt, 12. 12. Das ist schon echt viel. Und noch Platz für andere Dinge, die hier vielleicht zur Spedition noch hinzukommen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay, das war's. Ja, Wolle, ich hoffe, du bist zufrieden. Das Grundgerüst deiner Spedition, auf die du ja schon so lange gewartet hast, steht. Ha, Wolle, mein Nachbar. So, und dann wollen wir nächstes Mal den großen Fahrzeugumzug machen. Beziehungsweise, ich gehe mal davon aus, beim nächsten Mal, wenn wir die Transportarbeiten soweit erledigt haben. Wir werden sehen. Okay. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende noch. Vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, was heute geschehen ist. Und ja, die Idee mit der Spedition, ich hatte da mal so eine behelfsmäßige aufgebaut, auf der Multimap. Und die hat sich gefestigt und mit den neuen Durchfahrhallen, das wird viel besser. Muss ich nur noch ans Autodrive-Netzwerk anschließen, wie gesagt. Und dann wird das hier funktionieren. Ja, ich war bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.